Früher haben wir einen Probekeller gehabt, der war in einem alten Parkhaus. Also oben sind die Autos gestanden, schon in zweiter, dritter Tiefgarage. Und unter der Tiefgarage war der Proberaum. Und das ist natürlich super für so eine junge Band. Damals waren wir 20 Jahre, nein, älter eigentlich, 25 vielleicht. Aber damals noch wilde Hunde, hätte ich fast gesagt. Nicht fast, sagt die Mama. Und da haben wir uns halt unsere Geheimnisse und unsere Erfahrungen untereinander ausgetauscht und jeder hat so erzählt, was er so macht und was er so kann, was er so will. Und wir haben halt immer gesagt, okay, was im Bandraum besprochen wird, das bleibt im Bandraum. Das verlässt nicht die Gemäuer. Ich habe halt immer so ein bisschen mitgeschrieben. Was und dann ja, so nach zwei Proben war das Lied fertig. Thank you.
katholisch wäre, in Rom vielleicht, aber nicht im Vatikan, dort können wir. Aber wir werden schon noch. Wie ehrlich sind wir denn bitte?